auf den Punkt zu sprechen mit dem Sicherheitsexperten, immer noch zugeschaltet, Hans-Dieter Heumann. Hallo, Herr Heumann. Grüß Sie. Herr Heumann, wir sind vorhin an dem Punkt stehen geblieben, wo wir über die Kampfjet-Lieferungen gesprochen haben von Polen an die Ukraine. Präsident Duda hat das gerade auch noch mal erwähnt. Diese Kampfjets, die die Ukraine jetzt bekommen haben, inwiefern verändern die den Kriegsverlauf oder inwiefern und inwieweit haben die das Potenzial, den Kriegsverlauf zu verändern vielleicht? Ja, diese Frage hat der Präsident Duda ja ausführlich behandelt. Das war ganz interessant. Er hat zu Anfang gesagt, dass Polen ja auch einige MiGs noch für NATO-Aufgaben braucht, also für das Air, für die Luftraumüberwachung. Insofern hat er gewisse Einschränkungen gemacht oder erklärt, warum bis jetzt nur eine bestimmte Anzahl kam. Aber vielleicht war das auch eine Ankündigung, dass da noch mehr kommen können. Diese MiGs, die von Ukrainern ohne große Ausbildung geflogen werden können, werden den Krieg schon verändern können in seinem Ablauf, vor allem wenn es tatsächlich zu einer ukrainischen Gegenoffensive kommt. Diese Flugzeuge sind ja nicht dazu da, russisches Territorium anzugreifen. Sie können aber eine größere Kontrolle der Ukraine des Luftraums. Es ist ja erstaunlich, dass die russischen Streitkräfte keine Lufthoheit in der Ukraine haben. Also hier wird das Gleichgewicht etwas mehr wiederhergestellt. Aber es können natürlich russische Stellungen in den Kampfgebieten angegriffen werden, die also den russischen Streitkräften natürlich die Lage an der Front erschweren werden. Es können natürlich auch Stellungen auf der Krim, die ja ukrainisches Territorium sind, mit diesen Flugzeugen erreicht werden. Herr Heumann, jetzt sagen Sie Gegenoffensive. Gerade in der Pressekonferenz ist auch das Gefecht um Bachmut angesprochen worden. Da herrscht ja sowas wie ein Patt im Moment. Vor dem Hintergrund, dass gerade die Kräfteverhältnisse so ausgeglichen zu sein scheinen, wie realistisch ist denn so eine Gegenoffensive gerade? Ausgeglichen, ja. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Wir müssen uns erinnern, dass die russischen Streitkräfte seit ungefähr 8 Monaten, seit letzten Sommer, versuchen, Bachmut einzunehmen und es nicht geschafft haben. Also das ist im Grunde schon eine Art Niederlage. Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass sie auch Wagner-Kräfte in Bachmut eingesetzt haben. Also hier ist wir müssen feststellen, dass die Russen in diesem Krieg nicht mehr weiterkommen. Und angesichts der gesetzten Ziele ist das schon eine Art bisherige Niederlage. Die Ukraine, man hat sich gefragt, warum sie versuchen, Bachmut überhaupt so lange zu halten, weil es die strategische Bedeutung kann man ja in Frage stellen. Angesichts, wenn die Zahlen stimmen, der russischen Verluste, versteht man eine Strategie, die russischen Streitkräfte, die sowieso schon geschwächt sind, weiter zu schwächen. Eine Gegenoffensive würde ja möglicherweise ganz woanders kommen, nämlich im Süden, in Oblast Saporija. Jetzt wurde ja häufig darüber gesprochen, wenn es mal diese Situation geben sollte, wo weder die eine Seite noch die andere Seite bedeutend Territorien gewinnen, zurückgewinnen kann, dann wäre das eigentlich die Situation, um tatsächlich Friedensgespräche auf den Weg zu bringen. Was denken Sie darüber? Natürlich wird es irgendwann zu Verhandlungen kommen, auch zu Friedensgesprächen. Die Frage ist das Timing, das ist der Zeitpunkt. Der jetzige Zeitpunkt wäre für die Ukraine, es wäre ein großer Fehler für die Ukraine, zum jetzigen Zeitpunkt zu verhandeln. Das würde in einer Situation, wo russische Streitkräfte nicht weiterkommen, wahrscheinlich nur bedeuten, dass die bisherigen territorialen Gewinne der Russen in der Ukraine, die übrigens ja seit Beginn des Krieges auch etwas zurückgegangen sind, eingefroren werden. Also es kann mit einer Gegenoffensive, ich sprach eben davon im Süden, schon insofern könnte eine Wende herbeigeführt werden, dass die russischen Streitkräfte oder die militärische Präsenz im Osten der Ukraine, nehmen wir jetzt mal Mariupol, wo der Nachschub aus Russland ankommt, bis zum Westen in die
in die Oblast Saporische und Cherson, die nördlich der Krim liegen, wenn die unterbrochen werden, dann gibt es eine neue Situation Herr Hollmann, wir wollen gleich noch militärisch. auf das Treffen gucken der NATO-Außenminister in Brüssel. An dieser Stelle kurze Frage zum Abschluss dieses Gesprächs. Inwieweit glauben Sie denn, waren solche Szenarien von Kriegsende auch Gesprächsthema zwischen den Außenministerinnen und Außenministern? Das steht nicht auf der Tagesordnung der NATO. Aber man kann davon ausgehen, dass die ganze Zeit, übrigens seit letztem Jahr, am Ende März letzten Jahres schon, gab es schon mal Verhandlungen. Die laufen natürlich. Und es ist klug, Verhandlungen vorzubereiten innerhalb auch des Westens. Das ist aber nicht so zu verstehen, dass der Westen versucht, der Ukraine irgendetwas aufzudrängen, anfangen, sondern dass man die ganze Zeit über im Gespräch bleibt, wie sowas aussehen könnte. Aber der Westen ist sich, ich finde, erstaunlich einig darin, dass der Zeitpunkt jetzt nicht der richtige wäre. Welcher das vielleicht ist, Herr Heumann, da haben wir vielleicht gleich die Gelegenheit, dann auch noch mal drüber zu sprechen. Ich bedanke mich für den Moment, für das Gespräch. Gerne.